Wer bist du denn? Ey, bleib hier! Nicht weglaufen! Ich tue dir doch nichts! Bleib bei mir! Ich will mit dir reden! Wer bist du? Alter, der ist aber echt schnell hier. Ja, irgend so eine Art so ein komisches Wesen. Ist natürlich die Frage, ist das so jemand wie wir? Weil wir jetzt auch diesen Schweif hinter uns herziehen. Oder ist das eine Art Sternenwesen oder so? Schwer zu sagen. Ich habe schon erwähnt, dass das Spiel einem hier keinerlei Interpretationshilfen bietet. Das Ganze ist mehr oder weniger, hey, jetzt hat er kurz nach rechts gesehen. Und für mich hat das so ausgesehen, als hätte dieses Wesen so einen Schnabel. Upp, wo ist er jetzt hin? Oh, er ist weg. Ist das krass. Der ist einfach verschwunden. Normalerweise läuft er hier in diesen Baum rein, in diesen großen Baum. Jetzt hat er sich ins Wasser begeben. Ich habe auch schon mal gehört, dass es Wesen gibt, die aus dem Wasser erscheinen können, die da rauskommen. Habe ich allerdings noch nicht wirklich rausgefunden, wann das passiert und wie. Der Baum hier, der müsste ja eigentlich... Wow! Was war denn hier? Wow! Nein! Tier. Wesen. Hat hier rausgeguckt. Jetzt ist es weg. Wow, da ist er schon wieder. Wow, also... Natürlich, falls es jemand jetzt noch nicht kapiert hat, man kann in diesem Spiel natürlich nicht irgendwie sterben oder so. Es gibt keine Gegner, also man muss keine Angst haben vor irgendwas. Bisschen unheimlich ist natürlich schon, wenn hier hinter einem Baum einfach so ein... Ah, schon wieder dieser Soundeffekt. So ein Wesen erscheint plötzlich. Gerade, dass das Ganze so minimalistisch ist. Da ist er. Dass das Ganze so minimalistisch ist hier, macht das eigentlich umso eindrucksvoller... Wenn hier eben irgendetwas erscheint. Ich würde sagen, wir laufen jetzt noch mal ein bisschen hier über die Insel. Vielleicht sieht man noch irgendwas Interessantes. Der Mann vom Mond ist ja hier im Meer verschwunden. Da wollte er offenbar hin. Wobei wir sind aus dem Meer rausgekommen. Aha. Ich glaube ja fast, dass mir da irgendein Zusammenhang gerade bewusst geworden ist. Wir sind ja aus dem Meer rausgekommen. Hey, seht euch das mal an. Da hat sich schon wieder der Himmel verändert. Da ist es ganz hell. Der glüht ja richtig, der Baum. Hä, jetzt nicht mehr. Oh, okay, wenn wir hier reingehen oder in die Nähe gehen, dann glüht es hier. Ja, wir sind aus dem Meer rausgekommen. Dieser komische Reisende da, der ist von den Sternen gekommen und ins Meer rein. Und Wesen aus dem Meer raus, das würde bedeuten, dass wir zu den Sternen müssen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt spoilere, aber so ähnlich wird das Spiel auch enden. Jetzt haben wir hier eine andere Musik. Die ist wesentlich fröhlicher als die im Sommer. In der Hütte. Ist auch die Frage, ob die Hütte hier, ob das sozusagen Absicht ist, dass die Hütte hier in der Nähe des Baumes ist. Also die Farben hier... Das ist echt ein Spektakel, möchte ich mal sagen. Jetzt können wir eigentlich nochmal hier bei den Geisterstatuen vorbeisehen. Uah, es wird wieder dunkel. Uah, was ist das? Was ist jetzt los? Du meine Güte, jetzt haben wir hier irgendwie so Festungen hochgezogen hier. Ich bin hin und weg, das ist mir nämlich noch nie passiert hier. Offenbar, weil wir hier jetzt in die Nähe dieses Turmes hier gegangen sind. Kann das damit zusammenhängen, dass wir hier in der Nähe von dem Haus waren und dann zum Turm gegangen sind, dass das irgendwie zusammenhängt? Das ist ja mal interessant. Die Musik hat sich jetzt auch geändert. Ach, jetzt fahren sie wieder weg. Das Spiel, das schockt mich immer wieder. Also ich entdecke hier ständig neue Sachen. Kommen die jetzt wieder, diese Teile?
Okay, es wird wieder dunkler. Es wird blau. Nee, es scheint wieder heller zu werden. Ich würde sagen, wir suchen jetzt mal diesen Lichterzirkus. Solange wir es noch können, solange die Sonne nicht aufgeht. Denn dann können wir in den Winter, sonst müssen wir wahrscheinlich wieder einen Tag warten. Keine Ahnung, ob das dann irgendwie... Oh, es fängt an zu regnen. Ich habe keinen Schirm dabei. Können wir mal Siri fragen, ob wir morgen einen Schirm brauchen hier oder in der nächsten Jahreszeit. Im Winter werden wir wahrscheinlich keinen brauchen. Die Frage ist natürlich jetzt, da hinten fliegt was. Ach, das war wahrscheinlich so eine Fledermaus. Ob dieser Lichterzirkus jetzt nicht schon wieder vorbei ist... Ich glaube nämlich fast, dass der schon wieder vorbei ist. Oder ist er erst hier hinter diesen Hügeln? Im Zweifelsfall werden wir wahrscheinlich noch einen Tag lang hier im Herbst bleiben müssen. Das würde mir auch Gelegenheit geben, so ein bisschen meine Eindrücke zu schildern von diesem Spiel. Wie ich es mir eben... Ja, was das eben für mich irgendwie... Was für eine Wirkung das hat. Denn ich weiß natürlich von... Denjenigen von euch, die es bis hierher geschafft haben, die das Let's Play eben bis hierher gesehen haben, ist ja eh nur ganz kurz, das Spiel ist ja nicht, dauert ja nicht lange, die werden... Ah, da hinten ist es, da gehen wir jetzt aber hin. Und es fängt auch schon alles an, irgendwie hier so zu zittern und zu sich zu bewegen. Die werden wahrscheinlich schon irgendwie an dem Spiel was finden, denn sonst würden sie es ja nicht machen. Bestimmt werden auch einige gleich von Anfang an das Video weggeklickt haben, vorher noch eine schlechte Bewertung abgegeben. Hey, was ist denn das? Da habe ich ja gar keine BFG und keine Shotgun, das geht ja gar nicht. Nicht mal eine Pickaxe. Aber ja, wenn ihr es bis hierher geschafft habt, dann habt ihr wahrscheinlich auch irgendwie so einen gewissen Eindruck von diesem Spiel. Und der würde mich ja durchaus interessieren. Ich laufe jetzt mal hier in diesen Ring rein. Damit wir nämlich mal in den Winter kommen. Kann auch gut sein, dass ich hier jetzt einiges übersehen habe, was man noch machen hätte können. Oh, Winter, es ist düster hier. Die Bäume haben all ihr Laub verloren. Da werden wir jetzt sicher auch noch ein bisschen rumlaufen hier. Bei den Geisterstatuen muss ich auch mal vorbeisehen, ob hier noch irgendwas passiert im Winter. Der Winter ist nämlich auch die Jahreszeit, die ich bisher am wenigsten erforscht habe. Eines jedenfalls ist sicher, hier im Winter können wir nicht mehr in die nächste Jahreszeit. Das ist nämlich hier dann das Ende, die letzte Jahreszeit. Wie das Spiel enden wird, werden wir noch sehen. Ha, hier haben wir wenigstens ein bisschen Überblick hier. Naja, Überblick ist gut. Hier sehen wir die Wolken von oben. Toll. Ich frage mich, ob die auch mal wieder wegziehen. Hier geht gerade der Mond unter und die Sonne auf, oder wie? Nee, Moment, hier kommen die Sterne raus. Ach nee, Blödsinn, die gehen weg. Okay, das ist der Mond, der geht gerade unter. Die Sonne kommt raus, müsste gleich rauskommen. Vielleicht vertreibt die ja mal den Nebel, dann die Morgendämmerung beginnt hier schon langsam. Viel sehen tun wir allerdings nicht. Das sieht jetzt hier aus wie irgendwelche giftigen Gaswolken. Dabei ist es ja nur der Nebel. Ich fürchte fast, wir werden hier ein bisschen unter der Nebeldecke durchlaufen müssen. Ich finde diese Farbenspiele hier echt, also gut getroffen, wie sich das hier stufenlos verändert. Das hat etwas, das man eigentlich in dieser Form nicht bei anderen Spielen findet, in dieser Intensität. Und ja, die Frage ist natürlich, was ist Proteus? Ist das überhaupt ein Spiel? Das ist eine Diskussion, die... relativ intensiv auch geführt worden ist, dass im Blogartikel darüber geschrieben worden und Artikel auf, ich weiß nicht, Rock Paper Shotgun, falls ihr die Webseite kennt. Proteus ist ja ziemlich, wie soll ich sagen, in der Indie-Szene ziemlich eingeschlagen. Das Spiel ist ja schon lange in Entwicklung, seit Jahren sogar schon, soweit ich weiß, nebenberuflich von den beiden Entwicklern, beziehungsweise dem Entwickler und dem Musiker David Kanagher und Ed, dessen Nachname ich vergessen habe. Jedenfalls sind die zwei da schon länger dran. Und ja, Proteus, das ist eben... Wie soll ich sagen? Es ist... Viele haben gesagt, das ist kein Spiel. Ich muss sagen, dem kann ich mich nicht anschließen, denn ich kann es ja steuern. Ich habe Einfluss auf die Umgebung durch meine Anwesenheit zum Beispiel. Ich kann Ereignisse auslösen, zum Beispiel, dass dieses Sternenwesen erschienen ist. Und es gibt auch ein Ende des Spiels, einen Schluss sozusagen, den ich allerdings natürlich mehr oder weniger automatisch erreiche. Das wird jetzt auch
bald passieren. Das hängt nämlich einfach mit der Zeit zusammen. Hier spielt irgendwo Musik. Ich frage mich, wo die herkommt. Oder ist das einfach nur die Wintermusik? Ja, und was hier das Spiel aber doch irgendwie auch zum Kunstwerk macht und somit für mich zumindest eindeutig die Frage beantwortet, können Computerspiele Kunst sein? Ja, erstens ist es ein Computerspiel aus meiner Sicht. Gibt es auch Blogartikel, die dafür argumentieren, sehr schlüssig, finde ich zumindest. Und, es schneit. Ja, künstlerisch kann ich nur sagen, ich meine, hier ist wirklich alles aufeinander abgestimmt. Ein Kunstwerk ist ja eigentlich immer etwas, was eine gewisse innere Wirkung entfalten will beim Betrachter oder bei dem, der sich eben mit dem Kunstwerk auseinandersetzt. Und ich muss sagen, diese Wirkung ist bei mir zumindest eindeutig da, viel, viel stärker als bei anderen Computerspielen. Ich würde argumentieren, dass fast jedes Spiel irgendwie gewisse künstlerische Aspekte hat, wenn es einen denn irgendwie bewegt. Und allein schon die Story, ich meine, wenn ein Roman ein Kunstwerk ist, dann ist natürlich ein Computerspiel eigentlich auch ein Kunstwerk, wenn es eine Story hat, die einen bewegen kann. Aber ich muss sagen, bei ProToys habe ich wirklich das Gefühl, hier werden alle Sinne angesprochen. Das ist echt etwas, was man eigentlich nie sonst hat bei Computerspielen. Ich kann mich hier flüssig bewegen, ich habe das Gefühl, ich habe eine Wirkung, ich habe freie Entscheidung, ich werde nicht sozusagen vorgesetzt der Sache und muss dann einfach sozusagen das Ganze wegklicken oder bestätigen und dann läuft das vor meinen Augen ab, wie ich es eben, wie es eben der Programmierer vorgesehen hat. Nein, ich habe hier doch eine gewisse Entscheidungsfreiheit und es spricht eben alle Sinne an und zwar sozusagen synästhetisch, wenn ich das mal so sagen darf, so geschwollen, denn hier ist eben Ton und Musik und das Visuelle eben wirklich ineinander verschränkt und aufeinander abgestimmt. Ja, und ich suche hier immer noch irgendeine Stelle, wo ich eine Übersicht habe, dass ich hier mal was sehe im Winter. Hier ist nur Nebel überall. Aber naja, das wird wohl noch ein bisschen dauern hier. Hier drunter schneit es immer noch. Die zittern hier regelrecht runter. Ich frage mich ja, im Winter gibt es ja auch ein paar Tiere. Ich habe schon zum Beispiel schon mal Eulen gesehen. Ich frage mich ja, wo die geblieben sind. Wir haben jetzt hier noch gar nichts gesehen, so richtig. Vielleicht finden wir ja mal den Baum. Eigentlich, also den großen Baum. Eigentlich sollte man ja im Winter schon mal die Insel so weit im Kopf haben, dass man trotzdem, obwohl hier die Sicht nicht so gut ist, trotzdem sich zurechtfindet und eben manövrieren kann. Aber ich habe das scheinbar nicht so gut im Kopf. Ich glaube aber, dass ich hier hinten irgendwo das in diese Richtung das Haus erspäht habe. Der Ozean ist jetzt übrigens zugefroren. Zumindest sieht es so aus. Ich kann übrigens am Wasser gehen. Konnte ich auch schon im Sommer. Ich glaube nämlich, dass hier hinten irgendwo das Haus war, aber ob wir das jetzt im Nebel noch finden. Trotzdem ist hier auch die Atmosphäre, finde ich schon, egal was wir jetzt finden oder nicht finden, sehr mystisch. Okay, wenn das der Turm in der Nähe des Hauses ist, dann ist das Haus hier hinten irgendwo. Laufen wir also mal hier entlang. Und ja, ich glaube, ich bin vorbeigelaufen dran. Habe jetzt versucht, mich ein bisschen zu konzentrieren. Ja, gute Frage, ob wir hier noch irgendwas finden. Es ist natürlich ein bisschen unspektakulär. Wir laufen hier durch eine Winterlandschaft. Aber ich glaube ja nicht, dass das der Turm beim Haus war. Das war wahrscheinlich ein anderer. Oder wenn, dann wird es hier jetzt gleich 3 Meter vor uns im Nebel auftauchen. Ach, da ist ein Steinklotz. Es ist aber mittlerweile Nacht geworden und der Mond steht am Himmel. Da müsste jetzt eigentlich gleich was sehr Interessantes passieren. Ja.
plötzlich schweben wir. Und während wir hier laufen, mit der Bewegung versinkt die Insel langsam, beziehungsweise wir werden nach oben gezogen. Und das erfolgt jetzt ohne irgendwelche Erklärungen, das ist einfach so. Passiert eigentlich einfach, wenn man hier über den Abgrund drüber läuft oder einen Berg runterlaufen will, plötzlich schwebt man. Ich kann hier allerdings noch Bodenkontakt kriegen, wenn ich hier einfach gerade weiterlaufe und kann jetzt hier an den Berggipfel rauf, was das auch ein bisschen beschleunigt, das Schweben, denn jetzt müsste ich gleich hier abheben. Die Musik ist auch sehr passend dazu. Wir schweben hier über die Landschaft drüber, während der Nachthimmel hier oben über den Wolken zu sehen ist. Ich würde jetzt auch gern nochmal diese Spirit Statues, diese Geisterstatuen finden. Die sollten nämlich, aber da komme ich wahrscheinlich nicht mehr hin, die lösen nämlich im Winter eigentlich so ein da gab es eine Sternschnuppe, so ein Nordlichteffekt aus. Aurora Borealis. Ui, noch eine Sternschnuppe. Ach, das ist ja schön. Okay, hier unten die letzten Bäume gerade noch zu sehen. Wir schweben schon hier über dem Nebelmeer. Aber wo diese Geisterstatuen sind, sind die da hinten? Oder ist das irgendwas anderes? Doch, das sind sie, aber da kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr hin. Da sind wir schon zu hoch. Wir schweben schon über den Sphären hier. Man sieht hier sehr schön, ach das, ja, da sind sie ja, klar, dann fliegen wir mal dorthin. Aber man sieht ja, der Nebel baut sich vor uns auf und die Insel verschwindet hier so langsam. Vielleicht hilft es ja auch, wenn wir drüber schweben hier. Na? Nordlicht? Kein Nordlicht diesmal, keine Ahnung, ob das überhaupt mit den Geisterstatuen zusammenhing, das weiß ich nicht mehr. Wir ziehen hier übrigens immer höher. Ihr seht schon, wir verschwinden langsam Richtung Himmel. Die Musik deutet es auch an, dass wir hier sozusagen hochgehoben werden. Ich lasse das jetzt mal ein bisschen unkommentiert, dass man es ein bisschen genießen kann. Ja, den großen Baum sehen wir auch nicht und jetzt verschwindet es. Hier noch eine Sternschnuppe. Wir sehen den Mond an. Die Insel dürfte jetzt ganz verschwunden sein. Man sieht gar nichts mehr. Und jetzt schließt sich auch schon das Auge. Eine sehr schöne Animation übrigens, wie ich finde. Wie es auch am Anfang aufgegangen ist, so schließt es sich hier jetzt wieder. Und ja, das war Proteus. Jetzt sind wir wieder am Titelbildschirm. Es ist eine ganz interessante Erfahrung. Das ist auch was ganz Neues für mich, dass ich das mal jetzt als Let's Play mache, weil es ja eigentlich ein Spiel ist, das man selber erfahren muss. Ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt als Let's Play so sinnvoll ist, aber auf der anderen Seite auch sind ja auch viele Spoiler dabei gewesen. Aber wenn Leute irgendwie dadurch auf dieses Spiel aufmerksam werden auf Proteus, dann habe ich eigentlich das erreicht, was ich erreichen wollte. Proteus selber kriegt man auf visitproteus.com, einfach auf die Website gehen. Es kostet derzeit, glaube ich, 10 Euro. Wird sicher auch irgendwann mal wieder in Aktion sein. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, es gibt es auch auf Steam. Ich selber bin ja eigentlich nie auf Steam. Einfach mal suchen danach. Auf jeden Fall über den Humble Bundle Store kriegt ihr es auf visitproteus.com. Und es gibt es für Windows und Mac, also ist niemand außen vor gelassen. Selbst eine Linux-Version ist in Überlegung. Ob sie tatsächlich kommt, ist natürlich fraglich, weil das Spiel mit C# programmiert worden ist. Diejenigen, die das kennen, werden wissen, warum und so weiter. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein paar Kommentare schreibt, was ihr davon haltet, ob so ein Spiel überhaupt was für euch ist. Wenn ihr das Video bis jetzt angeschaut habt, beziehungsweise das Let's Play, dann seid ihr zumindest nicht total uninteressiert daran. Und ich hoffe mal, das Video selbst hat euch gefallen, beziehungsweise die Videos.
Und ich verabschiede mich und sage auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.